Ein Ausweis wie in der DDR. Im Rahmen des Anti-IS-Krieges schränkt auch der deutsche Staat die Rechte der muslimischen Minderheit immer weiter ein. Es wird eine angebliche Antiterrormaßnahme vorgestellt, in dem über die bekannten Medienapparate die Öffentlichkeit mit einem Thema konfrontiert wird, um damit ihre Sensibilität einzuschätzen und festzustellen, wie weit die Gesellschaft ist und in welchem Zeitraum sie reif genug wäre, gewisse Veränderungen zu akzeptieren, die in der Gegenwart noch auf Ablehnung stoßen. Wenn es eine zu große Ablehnung gibt, dann hat man zumindest ein Tabu gebrochen und schiebt die Umsetzung dieser Maßnahme erst einmal in die Zukunft, bis sich die nächste Chance bietet. So eine Chance können zum Beispiel Ereignisse wie Charlie Hebdo sein, wenn Angst die Runde macht und die meisten nicht klar denken können oder nicht wollen. Und wenn auch die Vernünftigen sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil keiner als Terrorkomplize gelten möchte. Heftige Maßnahmen werden in solchen Zeiten besonders gern durchgeboxt. Was gestern unmöglich war, ist heute normal. Um nur ein aktuelles, aber drastisches Beispiel zu nennen. Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf zur Erteilung eines speziellen Personalausweises für sogenannte Islamisten. Anfangs wurde davon gesprochen, dass der normale Personalausweis und der Reisepass entzogen und durch ein Dokument ersetzt werden solle, das eindeutig und in mehreren Sprachen gekennzeichnet wäre. Durchgesetzt wurde schließlich, dass der vermutete Gefährder einen Ersatzausweis erhält, zusätzlich zum Entzug des Reisepasses. Man muss sich klar machen, was das heißt. Allein aufgrund eines Verdachts kann man nun deutschen Bürgern ihren Personalausweis entziehen und ihnen einen Ersatzausweis aufzwingen. Dieser Ersatzausweis wird sie nicht nur als potenziellen Terroristen stigmatisieren, sondern sie auch elementaren Rechten berauben. Rechte, die jedem Staatsbürger schon immer selbstverständlich zustanden. Sie werden mit diesem Ersatzausweis zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Die Unschuldsvermutung scheint nach deutschem Recht für Muslime nicht mehr zu gelten. Unglaublich eigentlich, juristisch undenkbar normalerweise. Sogar der bloße Gedanke wird bei Muslimen kriminalisiert und bestraft. Und wann ein Gedanke zu radikal ist, das ist Interpretationssache. Morgen bin ich es vielleicht und übermorgen du. Ja, genau, auch du. Unmöglich mag vor allem ein nicht-muslimischer Zuschauer jetzt denken. Aber unmöglich war es auch vor einigen Jahren, dass man den Überwachungsstaat in Deutschland so stark ausbaut und dabei die Verfassung mit Füßen tritt. Das ganze Volk wird mittlerweile ausgespäht und kontrolliert. Muslime werden als Vorwand genommen, das Gesetz als Antiterrormaßnahme durchgesetzt und nach einiger Zeit gilt die Maßnahme plötzlich für alle. Man denke an den biometrischen Personalausweis mit Fingerabdruck, an die Aufhebung des Bankengeheimnisses, an den Lauschangriff und die Online-Überwachung, an das Ausspähen von Telefon, Internet und E-Mail. Und die Vorratsdatenspeicherung wäre hierzu ein durchaus prägnantes Stichwort. Der neue Gesetzesentwurf zur Erteilung eines Ersatzausweises ist eine weitere Maßnahme von vielen und öffnet staatlicher Willkür Tür und Tor. Es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der vorab vorgeschlagene Entwurf zur Erteilung eines eindeutig gekennzeichneten Ausweises gegenwärtig nur teilweise durchgesetzt wurde. Auch bei einer Erteilung eines Ersatzausweises wäre der sogenannte Islamist bei der Abholung eines Postpakets, bei Eröffnung eines Bankkontos, bei Behördengängen, bei der Job- und Wohnungssuche oder auch bei einer einfachen Kontrolle der Personalien als potenzieller Terrorist gebrandmarkt, den man natürlich dann entsprechend diskriminiert und niedermacht. Diese Art der Kennzeichnung von Minderheiten oder politisch Verdächtigen haben wir in der deutschen Geschichte in nicht gerade rühmenswerten Zusammenhängen bereits erlebt. Der Judenstern hatte nämlich einen weniger bekannten Vorläufer. Die Vornamensänderungsverordnung in der NS-Zeit zielte darauf ab, jüdischstämmige Deutsche anhand gewisser Vornamen kenntlich zu machen. Sofern sie nicht ohnehin bereits einen jüdischen Vornamen trugen, der im deutschen Volk als typisch angesehen wurde, mussten sie vom Januar 1939 an zusätzlich den Vornamen Israel oder Sarah annehmen. Dieser wurde zur Identifizierung im Personalausweis eingetragen.
Oder auch wie die Stasi in der DDR, die beim geringsten Verdacht den berüchtigten PM12-Ersatzpersonalausweis, suspekten Person, ausstellte, den Staatsfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Dabei argumentierte die DDR-Regierung ähnlich wie die Regierung heute. Es ist doch die DDR, die als der Polizeistaat schlechthin in die Geschichte Europas einging. Und jedes Jahr wird das bei den Feiern zum Mauerfall betont. Bei jedem Jubiläum der Wiedervereinigung Deutschlands wird mit großer Freude gefeiert, dass man sich von diesem bösen kommunistischen Polizeistaat befreien konnte. Beim Erteilen eines PM12-Ausweises ähnelte die Stasi-Argumentationslogik den heutigen Befürwortern eines Personalausweises für Dschihadisten, da auch damals bei einem Beschluss zur Erteilung des Ausweises die Unschuldsvermutung ignoriert wurde. Er wurde ausgestellt, sobald der geringste Verdacht bestand, dass die Person eventuell staatsfeindliche politische Ansichten vertritt. An dieser Stelle ist die Frage durchaus berechtigt, welches Ziel hier in Wirklichkeit verfolgt wird. Wer profitiert wirklich von solchen Gesetzesvorhaben? Innenpolitisch ganz sicher den politischen und wirtschaftlichen Eliten, die mithilfe des Terrors von ihrem Scheitern ablenken wollen. Von der ungerechten Verteilung von Reichtum, von Hartz IV und den vielen Obdach- und Arbeitslosen. Von steigender Kriminalität, zerrütteten Familien, steigenden Selbstmordraten und so weiter und so fort. Ein Scheitern auf ganzer Linie. Die Frust und die Aggressivität in der Bevölkerung müssen ja irgendwo hin. Und wehrlose Minderheiten eignen sich dafür optimal. So wird eben extrem gehetzt, dass durch die geschürte Angst kaum jemand bei klarem Verstand bleibt und diese Ablenkung von den tatsächlichen Problemen und ihren Ursachen nur wenige durchschauen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird immer weiter zunehmen und so wird auch die Ablenkung durch angebliche Terrorgefahr immer stärker. Anstatt Wut und Frust an den politischen und wirtschaftlichen Eliten auszulassen, wird die eigene Bevölkerung gegen Muslime aufgehetzt. Statt über Korruption und Massenentlassung zu diskutieren, spricht die ganze Nation über harmlose junge Damen mit Kopftuch. Intellektuell ein Armutszeugnis und politisch ein Skandal. Die Mehrheit der Bevölkerung wird so für dumm verkauft und ist damit genauso wie die Muslime auch ein Opfer dieses unsauberen politischen Spiels. Außenpolitisch ist der Nutzen natürlich mindestens genauso groß. Kriegerische Intervention in der islamischen Welt, Unterstützung korrupter Regierung, Ausbeutung der Rohstoffe, Folter wie in Abu Ghraib. Alles scheint halb so schlimm. Schließlich bekämpft man ja Terroristen, die keine andere Sprache verstehen. Auch hier gilt, die Mehrheit der Bevölkerung wird so für dumm verkauft und ist damit genauso wie die Muslime auch ein Opfer dieses unsauberen politischen Spiels. Es ist höchste Zeit, den Ernst der Lage zu begreifen und gemeinsam mit der Kraft des wahren Wortes gegen diese Hetze vorzugehen.